Top 8 auch noch ein Silber-Bracket. Und das hier ist jetzt das Losers-Final vom Silber-Bracket. Becampo gegen Fuego Elo, der hier gerade 3-0 gegen Squallen gewonnen hat. Im Grand Finals wartet Safari-Wisserin. Also immer noch spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich kommentiere das Ganze, bis Cruel und Skeddy wiederkommen. Die sollen das nämlich eigentlich kommentieren. Und währenddessen mache ich hier schon mal die Top 8 Grafik. Weil wir ja gerade gesehen haben, dass SDN sich im Grand Finals gegen Ian durchsetzen konnte. So, wir sehen, das Ganze ist ziemlich even im Moment. Ich weiß nicht, ob die beiden schon gespielt haben. Ich glaube aber nicht. Pools weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass die beiden auf jeden Fall nicht gespielt haben vorher. Weil, beziehungsweise in dem Silber-Bracket, weil Fuego gegen Squallen, meine ich, verloren hat. So, jetzt ist das Ganze nicht mehr even. Fuego Elo nur noch mit einem Stock, muss hier jetzt den Kill bekommen. Versucht das mit einem Spike. Verliert aber Stage Control und... Oh! Noch getaggt und kriegt auch noch den Kill. Sauber. Okay, jetzt versuche ich hier noch ein bisschen... Suche ich mal... Nein, die wollen zocken. Ich gehe kurz. Yeah, was geht ab, Leute? Was geht ab? What's poppin'? Welcome to the Silver Bracket. Loser Feine. Fuego gegen Becampo angeblich. Becampo. Den kenne ich auch gar nicht. Den kenne ich auch noch nicht. Der macht coole Moves an der Edge, Ledge, Match. Okay, oh. Okay. Ja, was sagst du eigentlich hier zum Turnier bisher? Hier? Das ändert das mal wieder gut. Ja. Es sei denn, du kriegst auf NZ. SDN. Ja. Ja. Und jetzt hier das die Finals des Silver Brackets. Das ist die sehr schöne Name für Amateur Bracket. Aber irgendwie spielt es auch schon. Wir gehen mit Silver Bracket. Und ja, Becampo gegen 1-0 schon für Becampo. Das sieht ja ganz gut aus bis jetzt noch für Fuego Elo. Ja, ja, machbar. Er hat schon ein Game verloren, also muss er den aufdrehen. Oh, fiese Hit hast du gesehen. Ja, das ist immer so der Landing-Hit von der Abbiege. Der ist schon fies. Habe ich heute auch ein bisschen kennengelernt. Oh, danke. Oh, das steht schon auf dem Hoch. Oh, was sagt's? Ey, watch mal out. Oh, F-Tilt. Okay. Hast du das geschehen? Muss ein bisschen näher machen, dein Mike. Bisschen näher, Digga. So? Besser? Was? Besser? Jetzt? Naja. So.
Ja, ich hoffe hier im Chat, ihr versteht uns gut und ihr euch geht es gut und alles ist gut. Ne? Okay, okay. Der Kampf um den letzten Stock hier. Vieler Jet. Der Jet macht auch irgendwie 20% aus. Ja, und wenn du einen Farb auf den Kopf hast, dann kriegst du mehr, wenn du dich triffst. Glaube ich. Naja, ist so. Ist so. Dann jeder Tag. Oh, oh, schön. Okay. Catch. Catch. Weißer Catch. 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 Grab. Oh, grab. Da, but bin. Oh, schön. Becker, jetzt steht er aber auch hier. Das will er haben, das Match. Oh, ja, oh. Jetzt ist er on fire, 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 fire. Hm. Ja, gut gespaced, aber bei Campo macht gut. Schön jetzt hier. Fair. Schön. Der. Schöne Nair. Oh, oh, knapp. Das war's schon fast. Guter Wall-Job. Ich weiß nicht, ob er da mit der Downbeat irgendwie mit dem Counter runter kann oder so bei der. Nein. Wahrscheinlich nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Oh, oh, oh. Aber der Campo geht auch ein bisschen auf, aber er muss jetzt einiges machen. 150%. Oh. Schön gespaced. Oh. Oh. Oh, was? Oh, oh. Er wollte ihn, er wollte ihn. Er wollte ihn. Er wollte ihn. Das war vielleicht auch die letzte Chance, okay, ja. Okay. Oh, der lebt noch. Oh, der lebt noch. Oh, oh. Oh, okay, das Becker. Ja, okay, das war's. Safe, safe, safe. Mhm. Becker klettert. Safe Ding. Safe Ding. Aber nochmal ein bisschen. War spannend. Nochmal ein bisschen spannend. War sehr spannend. Ein bisschen Angst gehabt. Eins. Eins. Eins zu eins. Ich glaube, man sieht uns gar nicht. Ich glaube auch. Ja, besser. No, no. Hey, besser. Hey! Was genau, Leute? Was genau? Ja, wer auch. Scatty and Cruel Snemmels. Die Kamera heute so weit weg. Ich dachte, man sieht uns jetzt so, dass wir hier ganz sitzen, aber es ist rangezoomt. Mäßig, diese Objektiv, diese mäßige Ranzoom-Objektiv. Lass mal lieber aufpassen, was hier so ranzoomt. Also, was Ranzoom-Objektiv. Soll ich mal eine reinhauen? Oh! Okay, let's go! Small also 1-1 hier. Small Battlefield. Small Battlefield. Was sagst du für ein Matchup, Digga? Was ist das für ein Matchup? Ich glaube, das ist schon eher noch für Lucina. Ja, meinst du? Doch, doch. Ja, würde ich jetzt mal auch so sagen. Mhm, Gefühl ja schon. Allgemein vielleicht auch einfach der bessere Matchup. Also, ja, der ja, Matchup. Ne? Oh. Das gesehen einfach ab, ja, out of the scramble. Boah, und hier full gesplashed, Digga. Oh. Das geht natürlich. Coole Farbe, das ist auch was, das gibt Damage. Geht das eigentlich, geht die Farbe automatisch nach einer Zeit ab das oder ist das so, muss man das abstrampeln? Ja, das war's. So. Die geht nach einer Zeit ab. Das ist nicht so wie Olima. Shit, ich geh auch nach einer Zeit ab. Ja! Yeah. Aber noch alles drin, alles drin. Okay. Ja, aber es war schon ein ärgerliches Fun natürlich, ne? Oh! Oh, Bruder. Dings hier, okay, 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 das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Jetzt mit der Backair. Oh. Oh, schön recovered von der Kamera. High Recovery. Schlau, schlau. Hat er gereadet? Oh, Smash gefressen, Digga. Perfekt. Farbenpinsel auf dem Kopf. Der Pinsel, schön im Gesicht angemalt. Yo. Was immer? Oh, nice. Oh, Digga. Bisschen too low, bisschen too low, bisschen too low, low, low. Der geht aber auch ernst runter immer, ne? Der geht auch immer ernst runter, der Boy. Bisschen zu ernst. Ja. Okay, was geht jetzt hier? Da könnte noch alles drin sein, weißt du? Ja, der Campo macht gut gerade. Also, Figueredo sammelt hier ein bisschen ein paar Trades und so, aber. Was sieht man noch? Mit Sangs. Oh, das war schon wieder. Sangs ab 90% von Lucina wird's eklig. Ja, gleich. Ab so, ab, ja. Jetzt, ja. Toll. Clean. Den gemacht von Belcampo. Muss man ihn lassen. Von ihm mal lassen. Muss man ihn lassen. Das stimmt. Das ist Small Battlefield, ja. Basketball auf einen Finger balanciert. Balanciert. Was nimmst du denn da so gegen... Was denn? Inkling. Das sind halt schon... Okay, also man muss halt abwägen. Nicht muss halt abwägen, welche... Achso. Tempel? Tempel? Ich wäre immer noch für Rainbow Cruise. Rainbow Cruise. Aber mal auf deinen, okay? Hey. Wow, es geht weiter hier. Wow, Mal, knapp, Digga, aber coole Kombo direkt am Anfang. Ja, 63%. Klaro, das ist Smurf. Smurf, guck dir das an. Boah, Marv ist einfach,
Ich muss sagen, Digga, ich bin halt da auch ein bisschen alte Schule, ne? Aber Marv ist einfach so viel cooler als ich. Ist so. Alles noch cool, alles cool. Aber seine Nicht-Tipper sind auch echt schäbigst, ne? Das ist halt so das Ding bei ihm. Wären die ein bisschen besser, wäre es echt ein guter, perfekt, guter Tag. Treffen, alles. Aber trotzdem, er macht das auch gut, Digga. Er ist based auf immer. Ja, das war's. Guck mal hier, Becker, Tipper. Einmal Tipper. Das hat Lucien halt nicht, Digga. Und das ist immer so, das fühlt sich immer so geil an. Wie so ein Knie. Oh, ja, genau. Ja, verstehst du, ja, was ich meine? Verstehst du das überhaupt, was ich dir erzähle? Ich verstehe das ganz genau. Zufällig spiele ich auch diesen Schaf. Ganz zufällig. Ah, nee, der ist noch nicht tot. Nein. Doch. Safe. 10 Jahre aufgegangen. Warum mehr steht der Junge denn nicht? Ja, weil er zu viel Prozent hat, da kommst du nicht mehr raus. Doch. Erstmal anmalen. Abbi. Oh, schön, aber ja. Kommt der ein? Oh, ja, okay. Ja, aber man muss ja auch sagen, das Fuego Elo, Digga, der masht auch nicht so, der Junge. Das muss er da aber machen. Ja, aber alles cool, pass auf. Oh, aber Campo hat gut umgedreht hier. Schöner Parry. Der punisht einfach auch schön. Oh, jetzt hier. Oh, das war's. So, oh, die vielleicht. Nee. Oh, was? Okay. Also ja, ein Tipper F-Smash, so in der Richtung ungefähr, und das war's. Ja, ein mehr Kerzen F-Smash. Das ist halt, nee, sowas darfst du nicht machen. Nee, ja, das ist gefährlich, weil bei Campo, der parryt einfach. So, und das ist gefährlich. Okay. Cheap-Break. Oh nein, er hätte das getroffen, ne? Hätte er gemacht. Hätte gemacht. F-Tipper. Ja. Okay, so oder so. Okay. Nehmen wir noch eine Chance. Alles drin, Digga. Alles drin. Los jetzt. Aber jetzt komm mal her. Ja, let's go here. Alles drin. Ja, schön. Schön. Tipper, ja. Nein, nicht F. Nein, und jetzt Mesh raus da. Nein. Oh, Mann. Raus da. Raus. Okay. Okay, der Reed war da! Der Reed war da, aber er macht nichts los. Ich kenne ihn. Schöner Update-Tipper. Jetzt ist es auch schon wieder gefährlich für Bekampo, Digga. Er darf sich nicht rollern lassen. Rollern! Nee, nicht rollern lassen. Da muss er echt aufpassen. Da, genau, sowas. Sonst kann er ja fast gar nicht killen, weiß ich. Oh mein! Der Update-Tipper. Der Erdot war da. Aber er war zu weit weg. Alles noch cool, Oh mein Gott, mein Hamsterherz, Digga. F-Tilt. Was macht ihr? Mein Hamsterherz. Okay. Oh, schön. Angetäuscht hier. Nee, mach nicht. Geh runter. Nein. Oh mein Gott, Digga. F-Tilt. Nein. Grab ihn doch mal, Mann. Oh, auf die Plattform oben. Oh nein. Oh mein Gott. Geh oben auf die Plattform, geh oben auf die Plattform! Oh mein Gott, oh mein Gott. Noch einmal so laut schreien, hau dir auf den Maul, Digga! Oh, ja! Heftig. Einfach Becker gemacht. Aber Becker, pass auf, guck, das ist er, Digga, oder mach. Zeig mal. Oh, weißt du, wie ich mein? Digga, lass mal ihn in Ruhe, Digga. Gar nichts gemacht. Oh! Das ist Rache, Digga. Lass ihn in Ruhe jetzt, hier nicht streiten. Steht 2-2 übrigens. Wusstest du das? 2-2, Digga. 2-2. Und die sind heftig am Überlegen, was sie jetzt machen, Digga. Was die für Stages nehmen und so. Das war zufällig Carlos, da hat Fuegolo eben auch gewonnen. Guck mal, so in der Mitte ist zu viel frei. Wir müssen irgendwie zusammenrücken hier. Geht ja nicht. Hallo hier. Also für die Leute, die zuschauen. Okay, weiter geht's. Okay. weiter geht's. Was nehmen wir denn jetzt hier? Ich hoffe übrigens, dass das Übersteuern im Stream nicht so schlimm ist, wie auf unseren Kopfhörern. Weil wir schreien hier schon ein bisschen rum manchmal, aber das war ja auch Hype, Digga. Ich liebe das Hype, klar. Wir haben auch das Comeback gemacht und so, 2-2 jetzt. Natürlich ernst. Small Battlefield, okay. Small Battlefield. Und wir bleiben höchstwahrscheinlich, ne? Ich würde bald mal aufbleiben. Jawohl, dankeschön, 17.
17. 17. Okay, cool, Digga. Marv kann man immer gerne gucken. Okay, Digga. Er Type 2-2. Okay, Digga. Seid ihr ready, Leute? Seid ihr Leute? Wer ist nur Winners eigentlich? Seid ihr Leute ready? Oh, schöner Fair Tipper. Jetzt geht's auch her. Boah, das ist immer so scary, ne? Wenn einer auf der Okay, okay. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Macht gar keine Side-Game. Selten, ne? Bisschen zu selten, ne? Gar keine. Aber weiß nicht, vielleicht auch so gegen Inkling schwieriger oder so, weißt du? Nee, geht nicht. Oh, schöner Abtilt. Ja, schön. Das war so zu heftig. Boah, das war schon krass. Sieht auf jeden Fall gerade ganz gut aus für Fuego Elo. Was muss er hier? Oh, nee. Backer kann er nicht so spacen, das geht nicht. Ja, Backer ist schwierig. Aber der Tipper, der wäre ja weg gewesen, weißt du? Ja, was klar. Oh mein Gott, wie scary. Oh nein! Was? Nee. Hey, was ist passiert? Lieber nichts machen. Was ist passiert? Ich hab lieber das nicht gecheckt gerade. Aber irgendwie getradet beide, Abi getradet oder so ein Shit. Mhm. Ja, okay. Da ist es halt Bia da. Schön. Ja. Die macht er am Anfang halt gerne, aber nicht so viel zum Killen. Das hätte ich jetzt hier Lock gemacht, weißt du? Ja, ich verstehe schon. Pinsel im Kopf. Okay. Neutral Even auf jeden Fall, Digga, tot Even. Ich sehe schon wieder, wie man Hamster jetzt gleich stirbt. Oh, ja, schade. Kann man für gehen. Auf jeden Fall für gehen, Digga. War schon klar. Definitiv. Darf sich halt nicht vom Ralan treffen lassen. Darf sich nicht Ralan. Schön. Kann man machen. Und jetzt einfach ein bisschen patient bleiben. Patient, ja, schön. Genau so. Ah, weg da. Ja, alles okay. Aber Campo macht's gut, Digga. Er ist wieder on stage, center stage. Okay. Aber hast gesehen, wieder schön gekocht gegen Pinsel. Oh. Das ist the lame als Marv Fighter. Oh, schöner Abtipp. Einfach. No! Oh, Back Air Tipper. Klasse! Jetzt hier noch Zustand. Oh, jetzt darf er nicht wegwerfen. Jetzt. Den darf er nicht wegwerfen jetzt. War schon knapp, okay. Aber Velcampo, das Digga dreht auch auf. Ne? Ja, wir ergreifen hier auch keine Partei, cool. Digga. Echt cool. Deswegen. Inkling ist auch schon cool. Jetzt hier eine Edge auch gefährlich. Knapp. Pinsel. Konnte schon machen. Ja. Ja, in der Luft ist Inkling halt echt nicht gut. Ja, Get Up Attack war schwierig. Das war's. Oh mein Gott, Digga, 37%. Schön zurückgekommen von Belcampo. Und da ist alles drin hier, Digga. Da ist alles drin. Digga, fünftes Match. Ein Stock. Schön gespielt. Marv. Schön, okay, erstmal den Kombo. Oh, nee, doch nicht. Ja, war schon auch wehgetan, Digga. 40%. Junge, das oh mein Gott, hype. Es ist so hype. Nein. Pinsel. Raus. Nee, ich weiß auch nicht genau, ob das geht. Geerdodge, Digga. Okay. Das ist sehr knapp. Oh mein Gott, kann Digga. Kann machen. Ich komm nicht da gerade, Digga. Das ist einfach zu spannend. Zeitbeat. Warum kein Zeitbeat? Ja, kann man fahren. Das wird auch gedingt. Oh. Okay, schöner Grab. Der Tag. Schön getaggt, wunderbar getaggt. Sehr wichtig. Und der F-Tilt nicht. Und nochmal. Down-Tilt. Ich dachte, der Roller. Der kommt echt normal rauf, Digga. Der Down-Tilt. Ich dachte, der Down-Smash kommt jetzt. Chamomangi! Und der steht wieder normal auf, der Campo macht ganz crazy Sachen. Aufpassen! Oh mein Gott! Das war's! Oh mein Gott! Der Campo dreht das Ding noch, Digga! Heftig! Shit! Junge, hat die zweimal Down-Tilt. Ja, was war das denn? Zweimal Down-Smash einfach. Weißt du, Down-Tilt, Down-Smash. Verstehst du, was ich dir sag? Verstehst du das? Ja, was ich dir sag? Da geht er. Digga. Ah, der Boy. Ey, aber Props an El Campo. Hat er gut gemacht. Ja. Belcampo. Hat er gut aufgeholt, ne? Eigentlich hat er Fuego Lolo immer geführt. Hat er gut gemacht. War schon clean. Ey, Leute, hat er gut gemacht. Muss man sagen.